Meine Damen und Herren, mein Name ist Sascha Arnert, ich bin Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Darmstadt und ich darf Sie heute Abend ganz herzlich begrüßen zur Ludwig-Metzger-Preisverleihung. Wir haben gleich in dreifacher Hinsicht eine Premiere. Erstens senden wir heute Abend digital. Zweitens haben wir dieses Mal 25 Vereine, die wir ehren. Und drittens sind wir zum ersten Mal hier im Kikeriki-Theater in Darmstadt in der Comedy Hall. Und wir wünschen Ihnen heute Abend eine spannende und unterhaltsame Veranstaltung. Und ich sage, Bühne frei für das Kikeriki-Theater. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Comedy Hall Darmstadt heißt Sie alle recht herzlich willkommen und wünscht Ihnen einen vergnüglichen Abend mit dem Kikeriki-Theater. Es gab da mal ein Dorf, ein kleines, feines Dorf, mit kleinen, feinen Häusern und mit lieben, netten Leuten. Es waren sogar ganz besonders liebe, nette Leute, denn sie waren immer besonders freundlich, besonders friedlich und vor allem besonders fröhlich. Jeder Tag, an dem der Mond unter und die Sonne aufging, war ein Festtag. Und jeder Morgen war ein glücklicher Morgen, denn sie liebten ihr Dorf, sie liebten ihr Leben und am meisten liebten sie einander. Mosche! Wer? Ja, was ist denn hier los? 200 Stiel und kein Orange-Poppersack drauf? Ach, stimmt ja. Wir haben ja die Pandemie. Und wir sind halt im Internet. Es wird von daheim gestreamt. Eben seh's, die hocken alle am Computer. Da hockt einer im Schlafzimmer. Da ohne im Arbeitszimmer und da hat schon den Computer mit auf den Lokus genommen. Hauptsache, wir sind drin. Na, ihr Leid, seid ihr gut drauf daheim? Ja, das könnte auch sein. Heute könnt ihr euch mal richtig locker machen. Ja, bei uns darf man das alles. Bei uns darf man laut lachen. Bei uns darf man daheim mitklatschen, wenn Musik ist. Bei uns darf man auch mal reinschwätzen. Muss man nur nah genug an den Computer ramrutschen, gell? Es kann halt sein, dass man auch Antwort geben. Macht euch einfach locker. Fühlt euch wohl. Holt euch ein Bierchen aus der Kisch. Macht schon mal die Nisse auf. Von mir aus, lasst auch mal einen Bumbus. Also nicht direkt vorne am Computer, ein bisschen weiter hinten vielleicht, hinter der Couch oder so. Hauptsache locker. Wir sind wahrscheinlich nicht das beste hessische Theater, aber da dafür das Bekloppteste. Und wenn ihr heute Abend auch ein bisschen verrückt drauf seid, dann wird's ein lustiger Abend. Ihr dürft nur nicht anfangen nachzudenken. Das bringt bei uns überhaupt nichts. Wir spielen das Stück jetzt schon seit über sieben Jahren. Wir haben selbst nicht verstanden, um was es geht. Warum soll's euch an der Hand besser gehen? Also, ich gehe jetzt noch einmal da rein und dann fangen wir noch mal an. Und ihr macht schön mit, ja? Da wird gekrischen, bis die Nachbarin mit dem Putzlumpen gepumpt. Also, ich bin drin, dann geht's gleich los. So, Achtung, die ist zu. So, seid ihr bereit? Habt ihr am Bierchen geschnuckelt?
Habt ihr euer Bumbus hier gelassen? Ui, ich riss. Da hat er eine Sauerkraut vorher gehabt. Uiuiui, Achtung, ich komm jetzt. Gute Masche. Ei, geht doch. Gute Masche. Gute Masche. Gute Masche, gute Masche, gute Masche, lieber Schorsch. Gute Masche, lieber Herbert, gute Masche, Ingeborsch. Gute Masche, gute Masche, habt ihr alle gut geruht. Seid ihr alle gesund und munter, ein ist ja alles gut. Ja, da ist ja alles gut. Ach, was für ein herrlicher Tag. Ja, Schorsch, wirklich. Ein herrlicher Tag. Und was scheint die Sonne so schön? Oh ja, Herbert. Die Sonne scheint so schön. Und soll ich euch was sagen? Als gesagt, Ingeborg. Es gibt einfach nichts Schöneres wie was Schönes. Ingeborg, da hast du wohl. Ja, ja, wo sie wohl hat sie wohl, unser Ingeborg. Und wisst ihr, was das Allerschönste ist? No. Dass wir drei uns drei haben. Ei, da ist ja auch schon wieder wohl. Ja, so drei wie mir drei, so gibt's keine anderen drei. Ja, so drei wie wir drei, so gibt's keine anderen drei. Wir gehen zusammen wie Ingelage und Ei. Ja, so drei wie wir drei, so gibt's keine anderen drei. Wir bleiben uns für immer und auch für ewig drei, drei. Drei. Mir drei Dreie. Ja. Die drei mit der Morgenlatte. Herbert, da kann ich ja gar nicht mitmachen. Sei doch nicht so unflexibel. Und du gehst da zum Kühlschrank und holst dir Cabanossi raus. Herbert, denk an den Hashtag MeToo. Dann nimmst du den halt auch noch ein Cabanossi mit. Also glaubst du als der sacklose Gesindel da. Oh ja, besser sacklos wie herrnlos. Hast du auch wieder recht. Aber jetzt haben wir uns so schön die Hälse elastisch gesungen. Da kann ja jetzt es frühstück ganz geschmeidig neu flutschen. Genau, denn besser morgens gut gefrühstückt ist besser als abends nichts gegessen. Richtig. Und was gibt's jetzt Gutes zum Frühstück? Ja, was wird's dann geben? Ein frisch gebackene Brezel, ein Hotcakes mit Musik und ein Memmeleppelwein. Es ist das größte Glück. Ach, wenn's was zu fressen und zu saufen gibt, da ist doch unser klar pickelisch Welt in Ordnung. Ja. So, oh. Und hier ist auch schon für jeden ein knusprig, overfrisch gebackene Brezel. Was riecht die Brezel lecker? So riecht sie nur vom Schorschenbäcker. So, ihr Leid. Und hier kriegt jeder sein Bämbelchen mit meinem feinen Äppelwein-Schoppen. Der goldisch-gelbe Äppelwein. Der kann doch nur vom Herbert sein. Genau, da ist er her. Ich bin gerade noch mit der nackischen Fies drin rumgehippt. Ich hab's gerochen. Ja. Ich hab mir da leider in der Sauna einen besen Fußpilz zugezogen. Hey. Oh. So ein Dreckstück. Der ist mir hinten die Wade hochgekrabbelt, hat sich in den Kniekehle eingenisst, ist über den Oberschenkel aufgestiegen und hat mal den Klabus der Bärens Osterfeier gesehen. Der. Männlich markant dreimal gebrannt, ich sag dir sehr. Es war gefiel, als der jetzt mit dem Fahrrad ohne Sattel den Kilimanjaro hochradeln. Und was fehlt jetzt noch zum vollen Glück?
Eienhand geht's mit Musik. Richtig. Und da ist er schon, der Stingadores. Ganze Teller mit geile Frikadelle. Oh, der beste Handkäse durch und durch. Den gibt's. Was ein Dreckstige. Was ist jetzt? Na, der Handkäse. Wann hast du dann den eingeleckt? Das weiß ich nicht mehr. Uiuiui, da ist aber der Coronavirus noch in Wuhan rumgespippt. Der beste Handkäse durch und durch. Den gibt's bei unserer Inge Bosch. Frisch gebackene Plätzchen, ein Handkäse mit Musik und ein Bämbel-Äppel-Woi, es ist ein Stress-Technik. Ach, was geht's uns drei denn so gassau gut? Ja, uns geht's sogar noch besser wie gut. Richtig, uns geht's nämlich am gutesten. Ich möchte mir vor Lachen auf die Schenkel kloppen. Ich hab aber kaum. So, ihr Leid, dann sag ich guten Appetit. Guten Appetit. Und nix verdreppelt, nix verschieden. Ingeborsch, ich glaub, der nächste Krache. Der nächste, wo holst du dann die Dinger her? Also, ich weiß es nicht. Wo sind denn diese Raketen gelagert? Die sind einfach da. Ja, bitte lass es da, wo sie sind, gell? Alter. So, jetzt aber genug, du Stummzeug geschwätzt. Jetzt wird's Zeit, dass wir heute mal den Ludwig-Schmetzger-Preis verleihen. Was müssen wir? Den Ludwig-Schmetzger-Preis verleihen. Und wer ist das? Du bist aber so blöd, wie die Brezel verknot ist. Richtig. Der Herbert hat doch gesagt, wir müssen den Ludwig-Schmetzger-Preis verleihen. Ei, und was ist das jetzt? Ja, das ist halt der Ludwig-Schmetzger-Preis. So was Ähnliches wie der Boris-Becker-Pokal. Oder so. Oder, Herbert? Ja, genau. Also das wollte ich auch gesagt. Also ich weiß jetzt auch nicht so ganz 748%ig genau, was es ist. Aber wir haben mal die Puppe aus unserem Ensemble gefragt. Ach ja, über den Ludwig Schmetzger, da kann ich Ihnen was erzählen. Das war ein alter Schwerenelder. Den habe ich damals den habe ich kennengelernt auf der Vogskreuzfahrt damals. Ja, eine herrliche Tanzkapelle hat gespielt. Und was soll ich sagen, der Ludwig, der hat getanzt wie ein junger Gott. Die hat mich über die Tanzfläche geschoben und gehoben. Es war die reinste Freude. Ich hab ihn lange nicht mehr gesehen. Was macht denn dann so der Ludwig? Wollen Sie ihn sehen? Sagen Sie mir einen lieben Gruß und ihr könnt sich ruhig mal wieder melden, gell? Haha, alla, bis dann. Tschüssi. Ja, also der Ludwig Metzger, ach ja, der saß doch bei Germany's Next Topmodel bei der Heidi Klum in der Jury. Ja, das muss so um 1925 gewesen sein. Ja, ein super Typ. Ludwig Metzger-Preis, ja, was soll das wohl sein, oder? Ich weiß nur das eine. Metzger? Metzger ist für einen Schweizer saublöd auszusprechen, oder? Hä? Ludwig Metzger, das ist mir ganz wurscht, soll den doch kriegen, wer will den Preis, oder? Ludwig Metzger-Preis, hör mir auf, oder? Hä? Das gibt's ja nicht. Ja, auf Wiedersehen, na. Ciao amici, Ich erzähle euch die Geschichte von den Ludwig Metzger-Preisen, Der Ludwig, das war ein Metzger aus Darmstadt. Und er ist ausgewandert nach Italien, nach Roma. Ja, es ist die Wahrheit, Und er hat die Blutwurst gebracht nach Italien. Und deshalb, zu Ehre von den Ludwig, wird jedes Jahr vergeben die Ludwig Metzger-Preise. Ciao! Also jetzt wissen wir auch nicht mehr. Aber ich weiß, wer es war. Und wer war es? Unsere Gäste. Der Chef und der Sparkasse, Sascha Arnert.
Hallo, guten Abend. Gute. Der Chef vom Landkreis, der Landrat Piet Schellhaas. Hallo, guten Abend. Der Chef von der Darmstädter Oberbürgermeister Jochen Patsch. Guten Abend, hallo. Und der andere Chef von der Sparkasse, Jürgen Thomas. Hallo. Gute. Dann fragen wir doch gleich mal den Sascha Arnett. Wer ist denn jetzt der Ludwig Schmetzler? Du, das war der erste Oberbürgermeister in den Nachkriegsjahren von Darmstadt. Und er hat damals halt maßgeblich am Wiederaufbau von Darmstadt mitgewirkt. Ja. Und das Wichtige war für uns eigentlich seine Lebensmaxime. Denn die war die Aktivität, das Engagement des Einzelnen für das Gemeinwohl. Und daher auch das Motto der Preisverleihung jedes Jahr. Mhm. Und an der Stelle auch nochmal vielen Dank an die Familie Metzger. Herzlich willkommen. Ich denke, sie schaut heute Abend auch zu, die Familie. Viele Grüße an die Familie Metzger. Ei, dann fragen wir doch jetzt den Landrat mal was. Piet, jetzt sag doch mal, der Ludwig-Schmetzier-Preis, das ist ja jetzt schon so ein Mods-Ding in der Region hier. Hm. Sag mal, warum ist denn der Preis so wichtig? Weil das die Möglichkeit ist, ein riesengroßes Dankeschön loszuwerden an diese vielen, vielen Menschen in Vereinen, in Initiativen, in Institutionen, die sich wiederum für andere einsetzen. So, du musst dir das vorstellen, wie so riesengroße, bunte Blumenwiese, wo die überall unterwegs sind, was die überall machen, wie die den Kitt der Gesellschaft darstellen. Oho. Wie die Städte, wie die Gemeinden einfach lebens- und liebenswerter machen. Der Jochen und ich und die Städte und Gemeinden, die können gut Straßen bauen, die können Schulen bauen, die können andere Sachen gut machen. Aber Leben da reinzubringen, auf die Straßen zu bringen, Menschen zusammenzuführen, das können bei uns nur Vereine. Und das ist der Sparkasse Darmstadt wichtig, dass man da einmal im Jahr Danke sage und das würdige und wertschätze. Und deshalb ist es auch so schön, dass der Ludwig-Metzger-Preis in der Zwischenzeit einen Namen hat in der Region. Jetzt will ich Armo. Jürgen, hörst du mal, wie wichtig ist dann ehrenamtliches Engagement für die Sparkasse Darmstadt? Hä? Ingeborg, ganz wichtig. Oh, ja. Das Ehrenamt ist für uns ganz zentral. Wir sind ja eine Sparkasse, keine Bank, ganz bewusst. Und für uns ist das Ehrenamt, das hat ja der Pichellas gesagt, das der Kitt der Gesellschaft. Wir unterstützen das sehr gerne. Auch immer mit finanziellen Mitteln, weil wir wissen, dass den Vereine ja auch immer so ein bisschen Not am Mann ist, was das Geld angeht. Von daher ist uns Ehrenamt ein ganz wesentlicher Aspekt bei dem, was wir tun. Wir unterstützen das sehr gerne. Und auch unsere Mitarbeiter sind ja vielfältig ehrenamtlich engagiert. Und von daher ist es wirklich toll. Also, ich muss sagen, ich bin da ja immer gern hingegangen wegen der Schnitzel. Die waren also lecker. Aber die gibt's ja dieses Jahr jetzt gar nicht mehr. Jetzt sagen Sie doch mal, Herr Oberbürgermeister, wieso ist dann das dieses Jahr jetzt alles da im Internet drin? Ja, letztes Jahr ist die Ludwig-Metzger-Preisverleihung ausgefallen, weil sie gleich zu Beginn der Pandemie stattfinden sollte. Das war schlecht, weil das diejenigen, die wir ehren wollten, waren natürlich auch letztes Jahr. Und die sind ja lange, immer engagiert. Und für uns war klar, wir können das nicht ein zweites Mal ausfallen lassen. Es ist wichtig, dass wir diese Ehrung durchführen. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, dass wir das jetzt im Internet, im World Wide Web vorstellen. Vielleicht können es noch viel mehr Menschen jetzt auch sehen, was geleistet wird, wer sich wo engagiert. Und vielleicht können wir daraus auch lernen für zukünftige Veranstaltungen, dass wir Veranstaltungen einerseits natürlich in der Sparkasse mit Schnitzel und mit Getränken durchführen, aber eben auch im World Wide Web präsentieren, sodass viele sehen, was in der Stadt und im Landkreis geleistet wird. Oho, ja, und wieso macht er das jetzt dieses Jahr hier mit dem Kikeriki-Theater in der Comedy Hall? Naja, es ist ja so, das merken wir überall bei Freunden, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Die Leute sind zunehmend gestresst, sie sind auch genervt. Ja, sie brauchen Abwechslung, sie brauchen auch Freude. Und gerade alle, die am Homeoffice solche digitalen Veranstaltungen mitmachen, wissen, es ist manchmal unglaublich langweilig. Und wir haben uns gedacht, damit die Leute auch dabei sind, damit sie auch mal lachen können, damit sie sich auch mal freuen können, Spaß haben in der Zeit und dabei bleiben und sich das anschauen, ist das Kikeriki-Theater
genau der richtige Platz. Ihr seid mit dabei, ihr bringt die Leute dazu, mit dabei zu sein und das ist prima. Ja. So kann man sagen, das ist ja da dieses Jahr, also dieses Jahr gibt es ja 25 Preisträger. Jetzt sind wir ja bei der Sparkasse, also da können wir ja auch rechnen und ich kann rechnen, ich habe es quasi erfunden. Also ich bin der Erfinder der Rechnen, also ich habe schon mal gerechnet. Oho. Also 25 mal 3.000 Euro, das sind dann wieder 7 mal 4 sind 12, 5 mal ums Impfzentrum gehickelt, dreimal auf der langen Lüge rennt, das heißt dann 75.000 Euro Preisgelder. Oh, ey, warum dann dies ja so viel? Ja, sogar noch mehr. Mehr? Oh. Mehr. 107.000. Ach, die nehme ich auch. Ja, also wir verteilen den Rest natürlich auf die Bewerbung, aber 75.000 für die Preisträger, das ist richtig, 25 Stück. Und wir machen es dieses Jahr anders, weil wir haben gesagt, die Vereine, wie der Jochen Patsch das gesagt hat, brauchen Unterstützung. Wir haben wirklich schwierige Zeiten momentan. Und ich glaube, jeder Verein ist froh, wenn er ein bisschen finanzielle Unterstützung bekommt. Deshalb haben wir die Hauptpreise dieses Jahr nicht dotiert, sondern wir haben gesagt, wir verteilen das im Prinzip in die Fläche, damit jeder Verein die Möglichkeit hat, etwas zu bekommen. Und deshalb haben wir 25 Preisträger. Und ich glaube, das ist auch angemessen. Und somit kommen mehr Vereine in den Genuss dieser Unterstützung. Sehr gut, sehr gut. Finde ich sehr gut. Also, Pitje Zarmo, der Sascha hat es ja gerade schon gesagt, dass ich da eine Haufe Leute drauf beworben habe. Sag mal, ist euch die Auswahl da nicht unfassbar schwer gefallen? Und was war euch dann dabei wichtig? Also, es ist unfassbar schwer gefallen, weil sich die Leute natürlich auch viel Mühe geben, ihre Bewerbungen zu schreiben. Und fällt mir der alte Spruch von meinem Oberäu, der immer gesagt hat, Buh, sei zu, wenn du oben zu Raum kommst, dass du nicht immer Raum kommst, wie du morgen ins Fortgange bist. Aber wenn du dich diesen Bewerbungen widmest, dann siehst du eigentlich erst, was für ein Spektrum das Ehrenamt und das bürgerschaftliche Engagement abbildet. Ich habe es vorhin gesagt, der Bund Blumewies, so kann man es eigentlich am besten beschreiben. Und was da auch für eine Energie, für eine Kreativität und Fantasie dahinter steckt und was die auch alles abdecken. Also ohne die Menschen, die wir heute versuchen zu würdigen, über das ganze breite Spektrum hinweg, wäre die Welt, in der wir leben, kälter und ärmer. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Jürgen, ich habe da noch einmal eine Frage. Also das ganze Geld da für den Preis, woher kommt dann das? Das kommt alles vom PS-Sparen. PS-Spare ist Prämiensparen und das ist ein ganz tolles Ding. 6 Euro kostet ein Los und davon sind 30 Cent für einen guten Zweck. Dann nimmt man an einer Lotterie teil und man kann noch sparen. Und der gute Zweck, diese 30 Cent, die führen dazu, wir haben 88.000 Lose, dass über 200.000 Euro zur Verfügung stehen und ein Teil davon sind die 107.000 Euro. Und dann geht noch was an unsere Jubiläumsstiftung. Also PS-Sparen, tolle Sache, kriegt man in der Sparkasse, kriegt man auf unserer Homepage. Also ich kann nur dafür plädieren, machen alle mit beim PS-Sparen. Das kommt immer auch einem guten Zweck zugute. Aber an der Tankstelle kann ich die nicht kaufen. Da an der Tankstelle geht es nicht, genau. Nur an der Sparkasse. Das mache ich. Und da komme ich mit dir, gell? Ja, mach das. Muss ich nicht mal auf die Pizza zurückkommen? Also beim Schorsch ist es ja so, wenn der doof weggeht, kommt der auch doof heim, gell? Ich bin schon doof hingegangen, deswegen mach das gerade nicht. Und mit, wenn mir zu zweit weggehe, dann komme ich noch doofer heim, wie der jemals vorher doof weggegangen ist. Ja, ja. Aber apropos doof, doofe Fragen gibt es ja nicht. Da darf ich ja schon mal fragen, normalerweise tun doch die Azubis von der Sparkasse immer im ersten Ausbildungsjahr bei den ganzen Preisträgern dann rumhüben. Wird das dann dieses Jahr auch gemacht? Das sind ja 35.000 Gewinner, da muss ja also so viele Azubis habt ihr doch gar nicht. Naja, wir haben schon eine Menge, aber es ist leider so, dass wir es dieses Jahr nicht machen können wegen Corona. Aber wir haben schon die Hoffnung, dass wir es nächstes Jahr nochmal machen können. Und ich denke, die freuen sich auch drauf, beide, denn das ist eine Win-Win-Situation. Einerseits für die Vereine, weil sie Unterstützung bekommen. Und zum anderen natürlich auch für die Auszubildenden, weil die einfach mal lernen, was Ehrenamt bedeutet, soziales Engagement bedeutet. Und das ist einfach, glaube ich, eine gute Kombination. Und nächstes Jahr ist dann die Preisverleihung hoffentlich in die Sparkasse, gell? Ja. Mit Schnitzer. Mit Schnitzer. Und Getränke. Und Getränke. Und jetzt mal angenommen, wir werden bis dahin in Stuberei. Also dürft man dann auch wieder kommen und so ein bisschen mitschwätzen, so babbeln? Ja. Ja. Machen wir. Das darf ich? Ja, machen wir. Und darf ich die zwei auch oder muss ich die halt mitnehmen? Ja, auf die müssen wir aufpassen, aber ihr könnt kommen. So machen wir es. Hey, super. Und geht's dann jetzt endlich mal los mit der Ehrung der Vereine oder was? Also ein alter Mann ist kein D-Zug.
Macht mal ein bisschen langsamer, wenn wir fangen jetzt an, weil es ja auch um die Leute geht. Richtig. Um die Vereine geht. Und wir fangen an mit dem großen sozialen Bereich, wo sich Menschen wiederum um Menschen kümmern, die sich oft selber nur schwer helfen können. Und zwar in einem ganz, ganz breites Spektrum. Und da sehen wir jetzt, glaube ich, ein paar schöne Beispiele dafür. Mein Name ist Volker Hahn. Ich bin Vorsitzender vom Förderverein Waldhof. Wir unterstützen die Waldhof G GmbH in Oberramstadt. Hier wohnen Menschen mit Behinderungen in verschiedenen internen und externen Wohngruppen, die in vielfältiger Weise von uns unterstützt werden. Wir bedanken uns recht herzlich für die Spende. Das Diakonische Werk Darmstadt-Dieburg bedankt sich sehr herzlich für die Zuwendung durch den Ludwig-Metzger-Preis. Die Diakonie hat vielfältige Arbeitsbereiche. Einer davon ist die Gemeinwesenarbeit. Das Muckerhaus in Darmstadt-Arheilgen ist ein Gemeinschaftshaus für alle Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils. Wir werden die Mittel verwenden für unseren TROP Inklusive. Das ist ein offener Treffpunkt für Eltern mit Kindern unter 3 Jahren, unabhängig von ihrem Herkunftsland, von ihrer Muttersprache. Wir möchten alle mitnehmen. Der Treffpunkt wird von einer pädagogischen Fachkraft geleitet und für die Eltern und Kinder ist es ein wichtiger Treffpunkt zum sozialen Austausch im Sozialraum. Als Koordinatorin dieses Projektes bedanke ich mich im Namen aller Kinder und Eltern sehr herzlich. Das Geld ist gut investiert. Ja, wir freuen uns sehr, hier beim Ludwig-Metzger-Preis in diesem Jahr bedacht worden zu sein. Wir, und da möchte ich mich im Namen des DRH-Kreisvorstandes bedanken, sind sehr auf Spenden und Zuwendungen angewiesen, um unsere soziale Arbeit leisten zu können. Dieses Preisgeld geht hier im Rahmen unseres HIPPI-Programms für eine ganz gezielte Förderung im Bereich der Leseförderung für Kinder von 6 bis 7 Jahren verwendet. Wir freuen uns damit, einer Zielgruppe ganz gezielt helfen zu können, die wir im Rahmen unserer HIPPI-Arbeit identifiziert haben. Wir machen seit 20 Jahren in dem Bereich Familienförderung und kommen in die Familien hinein und sehen, wo genau die Bedarfe sind. Und das Preisgeld wird zur gezielten Leseförderung von Kindern zwischen 2 und 7 Jahren verwendet werden. Vielen Dank. Im Namen aller Mitglieder unseres DRK-Arztvereins in Braunshardt möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken, dass wir dieses Jahr beim Ludwig-Metzger-Preis dabei sein durften. Als Vorsitzender freut es mich ganz besonders, dass wir diese Auszeichnung für unseren HVO, sprich Helfer vor Ort, bekommen haben. Denn ich weiß, dass die 4 Ehrenamtlichen, die diesen Dienst betreiben, schon ganz viel Herzblut, Zeit und Energie in diesen Dienst hineingesteckt haben und daher diese Auszeichnung auch ganz gewiss am richtigen Ort ankommt. Mit dem Geld möchten wir gerne ein neues Fahrzeug für diesen HVO-Dienst finanzieren und weitere Ausrüstungen dafür anschaffen. Nochmals vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Hallo, ich wollte mich ganz herzlich bedanken für den Ludwig-Metzner-Preis für die Pioniere Darmstadt. Die 3000 Euro sind auf jeden Fall viel Geld für uns. Und wir werden damit eine neue Jurte kaufen, wenn es die Corona-Beschränkungen zulassen, dass wir eine neue Gruppe aufmachen. Vielen Dank. Der Verein Solidarisch Handeln mit seinem Weltladen Darmstadt freut sich über diese Unterstützung für unsere Bildungsangebote. Wir haben eine Werkstatt Globales Lernen und führen zum Beispiel Schokoladenworkshops für Kindertagesstätten und Schulen durch. Unser Anliegen ist eine gerechte Welt und jeder kann dazu beitragen. Mit dem Weltladen haben die Bürgerinnen in und um Darmstadt herum eine faire Einkaufsmöglichkeit, zum Beispiel den Mathildencafé. Damit sind wir auch ein realer Ort des Wandels. Wir stehen für solidarisches Wirtschaften weltweit und lokal und freuen uns auf ein starkes Lieferkettengesetz. Das ist ein Beitrag für die Transformation in eine bessere Welt. Eine bessere Welt, die sicherlich alle Zuhörenden als dringend notwendig ansehen, die wir erhoffen, die wir brauchen. Schön, dass der Ludwig-Metzger-Preis in diesem Sinne für Wandel und für eine bessere Welt verwendet werden kann. Vielen, vielen Dank. Ja, das war sehr beeindruckend, was die Initiativen aus dem sozialen Bereich, aus Stadt und Land hier für uns leisten. Und mindestens genauso beeindruckend ist das, was an Kultur, an Kunst und Beiträgen für uns jetzt zu sehen sein wird.
Eine große Gruppe, insgesamt 8 Vereine und Initiativen werden hier geehrt. Für Künstler, Künstlerinnen, Kulturschaffende ist diese Zeit besonders schwer, weil sie nicht auftreten können, weil sie extrem leiden in ihrer Ausdrucksmöglichkeit. Aber auch für uns, die Kunst und Kultur genießen wollen, ist es eine schwere Zeit. Umso wichtiger ist es, dass wir diese 8 Vereine und Initiativen ehren dürfen. Ich heiße Mariam Schellhaas und bin die Vorsitzende des Vereins Ehrenamt für Darmstadt, wenn es um Kultur geht. An dieser Stelle möchte ich mich auch im Namen unserer Mitglieder ganz herzlich bei der Sparkasse bedanken, dass wir für den Ludwig-Metzger-Preis ausgewählt worden sind. Wir sehen diese großzügige Auszeichnung als Anerkennung der unermüdlichen Mitarbeit unserer Vereinsmitglieder und möchten an dieser Stelle auch unseren über 400 fleißigen Ehrenamtsmitgliedern, die unsere Arbeit überhaupt erst ermöglichen, ein ganz großes Dankeschön sagen. Wir werden jetzt unsere Öffentlichkeitsarbeit weiter ausbauen können und auf unsere spannende Arbeit für die Kultur Darmstadts aufmerksam machen und das Interesse weiter zu wecken, sich bei uns zu engagieren. So können wir weiter kräftig die Kultur in Darmstadt unterstützen. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Sparkasse. Ja, hallo, ich bin Ole Kleffmann, der Vorsitzende vom Verein zur Förderung von Kirchenmusik in Darmstadt-Ahlgen. Unser Verein hat über 100 Mitglieder, hat dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Und wir fördern kirchenmusikalische Auftritte, an denen unsere Sänger und Gruppen beteiligt sind, vom kleinen Orgelkonzert bis zu großen Oratorien und Messen von Haydn und Brahms. Vielen Dank für den Preis. Wir wollen ihn verwenden, dass wir hoffentlich im November die große C-Dur-Messe von Beethoven aufführen können. Vielen Dank. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Mein Name ist Rainer Bauer. Ich bin Vorsitzender des Freie Szene Darmstadt e.V., dem Trägerverein des Theater Mollerhauses. Normalerweise machen wir 180 Veranstaltungen im Theater und haben etwa 15.000 Zuschauer. Zusätzlich haben wir theaterpädagogische Maßnahmen. Zurzeit ist es etwas still im Theater, trotzdem arbeiten wir weiter. Wir entwickeln gerade neue Online-Formate und haben unseren kompletten theaterpädagogischen Bereich auf online umgestellt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei der Sparkasse Darmstadt für die Verleihung des Ludwig-Metzger-Preises. Und wir werden das Preisgeld entsprechend verwenden. Und zwar werden wir im Sommer ein Freilufttheater eröffnen in unserem Hinterhof, in unserem Innenhof. Und dort wird auch das Geld sehr gut angelegt sein. Wir bedanken uns dafür und ja. Wir sind on air, wir sind auf Sendung. Aktuell im 21. Jahr bereiten wir uns bereits auf die 21. Sendewoche vor, wieder zeitbegrenzt für 10 Tage live über UKW und weltweit übers Internet. Antenne Bergstraße ist ein medienpädagogisches Projekt. Wir bieten unseren Mitmachern, unseren Radiointeressierten einen Einblick in die Welt des Radios hinter die Kulissen und natürlich bei allen Funktionen, die wir anbieten. Das Preisgeld vom Ludwig-Erhard-Metzger-Preis verbunden mit einem Fördergeld kommt sehr gelegen, denn wir wollen weitere Sendewochen planen und natürlich auch einen Umbau unseres Sendestudios im Schuldorf Bergstraße. Dafür vielen Dank. Ich bin Karin Neib, die Vorsitzende des Vereins Kultur im Schloss Heiligenberg e.V. und darf mich auch im Namen meines Vorstands sehr herzlich bedanken für die Treue und Unterstützung bei unseren Mitgliedern. Unser Auftrag des Vereins ist, Konzerte anzubieten auf Schloss Heiligenberg in dem wunderschönen Ambiente. Und konnten wir in dem Laufe der letzten 25 Jahre viele namhafte Künstler dort oben auftreten lassen. Und unser Augenmerk gilt auch der Jugendförderung, der Klassik, der Moderne und auch der Kammermusik. Zuletzt möchte ich mich sehr herzlich bei den Juroren bedanken, den Herrn Dr. Arnett und Thomas vom Sparkassenvorstand, dem Landrat Schellhaas und Oberbürgermeister Partsch für die Anerkennung und Würdigung. Und wir sind sehr stolz für diesen Preis und hoffen, dass wir ihn in diesem Jahr auch noch verwenden könnten für das Kammermusikfestival. Danke. Hallo,
Wir sind der Verein Lakritz Projekte e.V. Mein Name ist Björn Lien und ich möchte ganz herzlich im Namen unseres Vorstands und der Vorsitzenden Christine von Deit-Ebner und Benjamin Ting mich bedanken für den Preis. Wir freuen uns sehr. Unser Verein ist ein junger Verein. Wir sind 2019, haben wir uns gegründet, sind hervorgegangen aus der Amateursparte und dem theaterpädagogischen Projekten von Theater Lakritz, einem freien Kindertheater. Und in enger Kooperation arbeiten wir zusammen und gestalten Projekte der kulturellen Bildung. Wir haben, als die Pandemie begann, als wir in den ersten Lockdown gegangen sind und für Kinder auf einmal nichts mehr stattgefunden hat, die Spielplätze waren abgesperrt, die Sporthallen waren zu, die Schulen geschlossen, die Kindergärten hatten Betretungsverbot. Man konnte nicht mal die Oma besuchen. Da haben wir, wo die Kinder nicht mehr ins Theater konnten, das Theater zu den Kindern geschickt und das Projekt Clown to Go gestartet. Die beiden Clowninnen, Töfte und Schnurps, haben mittlerweile 240 Haustürauftritte gespielt, auf Abstand, aber von Herzen. Und wir werden das Preisgeld benutzen, um dieses Projekt auch zukünftig voranzutreiben, bis der Virus keine Macht mehr über uns hat. Vielen Dank. Töfte, wir haben einen Preis gewonnen. Ja, es ist ja noch nie passiert. Oh, da sagen wir am besten vielen Dank. Dankeschön. Im Namen der Sängervereinigung 1871 Oberramstadt e.V. möchten wir uns ganz herzlich für die Auszeichnung mit dem Ludwig-Metzger-Preis bedanken. Die Sängervereinigung blickt dieses Jahr mit ihrem 150-jährigen Jubiläum auf eine ganz lange Vereinsgeschichte zurück. Singen verbindet, Singen macht glücklich und hält gesund. Und umso mehr freuen wir uns, wenn wir irgendwann auch wieder zusammen singen dürfen. Und das Preisgeld wird sicherlich dazu beitragen, dass wir das auch gebührend feiern können. Hallo, hier ist die Theaterquarantäne. Ich bin der Anton Kunze und wir sind eine freie Theatergruppe aus Darmstadt, die seit über 20 Jahren Theater macht. Außerdem veranstalten wir seit 2015 unser internationales Sprungturmfestival. Liebe Sparkasse, ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Preis, für die Anerkennung und für die Wertschätzung unserer Arbeit. Danke auch an unsere Förderer und Sponsoren, die uns in den letzten Jahren so wunderbar unterstützt haben. Und ganz wichtig, liebes Team, liebe Freunde, danke an euch für eure Kreativität, für euer Engagement und für eure Ideen. Das ist euer Preis auch. Vielen Dank an alle nochmals. Ja, im Anschluss an Jochen Patsch darf ich dann eine weitere Kategorie aufrufen. Das ist dann Bildung, Gesundheit, Natur und Umwelt. Ebenfalls ganz wichtige Vereine. Wir haben dieses Mal in dieser Kategorie 5 Vereine, die wir heute vorstellen. Und ich sage einfach Film ab. Albert Hanef von Agil e.V. Agil steht für Amputierte ganz im Leben. Wir wurden vor 10 Jahren gegründet, könnten also dieses Jahr unser 10-jähriges Jubiläum feiern. Wegen Corona musste es leider ausfallen. Umso dankbarer sind wir, dass wir bei der Sparkassenstiftung beim Ludwig-Metzger-Preis dieses Jahr bedacht wurden und sind sehr dankbar und können das gut für unsere Arbeit zum Wohle von amputierten Menschen in Darmstadt und Umgebung nutzen. Herzliche Grüße aus Funkstadt. Ich bin Birgit Schneider, Koordinatorin des Hospizvereins Funkstadt und Nördliche Bergstraße. Ich freue mich sehr für unser Team und für die Menschen, die sich in und für unseren Verein engagieren, unseren Dank für den Ludwig-Metzger-Preis überbringen zu dürfen. Wir sind ein ambulant tätiger Hospizverein, der schwerstkranke und sterbende Menschen und ihre Angehörigen seit nunmehr 20 Jahren ehrenamtlich in Funkstadt als Bachhähnlein, Bickenbach und Seeheim-Jugendheim begleitet. Zu den diesjährigen Preisträgern zu gehören, erfüllt uns mit großer Freude. Welch schöne Anerkennung unserer Arbeit. Herzlichen Dank. Hallo, ich bin Bojana Knesewitz und mein Verein heißt Verein für interkulturelle Arbeit und Sprachförderung Deutsch. Unsere Zielgruppe sind internationale Familien und mehrsprachige Kinder in Stadt Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Mit den Projekten Deutschwerkstatt und Armeleon unterstützen wir die Bildungschancen der mehrsprachigen Kinder und bringen eine interkulturelle Öffnung der Bildungsinstitutionen bei. Unser Team ist zusammengesetzt von Sprachwissenschaftlern, Lehrerinnen und Germanistinnen. Wir bedanken uns ganz herzlich für den Ludwig-Metzger-Preis. In diesem Jahr
haben wir zum ersten Mal eigene Räumlichkeiten gemietet und schauen einem 15-jährigen Jubiläumsjahr entgegen. Dahin werden auch die Mittel fließen. Vielen Dank noch einmal. Tschüss! Ja, hallo, ich bin Dorothee Neitert. Ich bin Mitbegründerin und Vorstandsmitglied der Internationalen Gärten Kranichstein e.V. Wir sind ein Gartenprojekt, bei dem Menschen aus unterschiedlichsten Herkunftsländern ein gemeinsames Miteinander praktizieren. Im Mittelpunkt dabei stehen der kulturelle Austausch, die gegenseitige Unterstützung, ökologisches Bewirtschaften und nicht zuletzt die Verarbeitung von traumatischen Kriegs- und Fluchterlebnissen. Ziel ist die gute Verwurzelung in der neuen Heimat Deutschland und gelingende Integrationsprozesse. Wir freuen uns sehr über den Preis. Wir können tolle neue Projekte damit starten. Und im Namen des Gesamtvorstandes und all unserer Mitglieder bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Wolfgang Krato vom NABU Weiterstadt Griesheim Erzhausen e.V. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Ludwig-Metzger-Preis ausgezeichnet wurden. Hilft er uns doch sehr, unsere Bestrebungen des naturnahen öffentlichen Grün, unsere Tätigkeiten im urbanen Raum, in Gewerbegebieten und in privaten Gärten zum Wohle der Natur, zum Umweltschutz und Klimaschutz entsprechend umzusetzen und weiterhin zu verfolgen. Wir danken nochmal ganz herzlich und wünschen alles Gute für die Zukunft. Ja, also ich freue mich ganz außerordentlich, jetzt 6 Initiativen und Vereine ehren zu dürfen, die im sportlichen Bereich tätig sind. Das ist wirklich gerade in dieser Zeit, wo wir alle den Segen der Digitalisierung natürlich nutzen, aber das Draußensein und das Sich-Bewegen oft zu kurz kommt, finde ich das ganz großartig, dass es diese Initiativen gibt. Gerade für Kinder und Jugendliche ist es ganz wichtig, auch in dieser Zeit sich draußen zu bewegen. Und von daher ist es ganz toll, dass wir hier 6 Vereine und Initiativen ehren dürfen. Jetzt, ich freue mich darauf. Film ab. Guten Abend, mein Name ist Volker Schulz und ich bin der Vorsitzende des Reitervereins an der Technischen Universität Darmstadt. Unser Verein ist breitensportlich orientiert und hat einen besonderen Schwerpunkt im Bereich des heilpädagogischen und therapeutischen Reitens. Wir haben etwa 300 Mitglieder und 12 Schulpferde, auf denen wir unseren Reitunterricht anbieten. Auch Corona hat es bei uns Spuren hinterlassen und trotz Corona haben wir unsere Pferde zu versorgen, zu betreuen, zu füttern und auch tiermedizinisch zu betreuen. Deshalb sind wir sehr dankbar, dass wir in diesem Jahr im Rahmen des Ludwig-Metzger-Preises eine Auszeichnung erhalten und sagen herzlichen Dank an die Sparkasse Darmstadt und an die Auswahlkommission. Vielen Dank. Mein Name ist Klaus Hochstetter, ich bin vom Seniorensport, von der Geschäftsstelle und möchte Ihnen einen kleinen Überblick geben, was wir so machen. Wir haben hauptsächlich zurzeit Gymnastik in den Altenheimen, wo sehr viele ältere Leute auf Gymnastik-Elbe gemacht wird, dafür, dass sie beweglich und fit bleiben. Als zweites haben wir noch eine große Keglergruppe mit über 60 Leuten. Und da machen so ziemlich von 60 bis 90 Jahre alle mit. Wir möchten uns bei der Sparkasse Darmstadt sehr bedanken für die Spende vom Ludwig-Metzger-Preis. Michael Gieselbach, erster Vorsitzender von der SG Weiterstadt. Die SG Weiterstadt ist einer der größeren Sportvereine in Südhessen mit einem sehr, sehr großen Angebot, mit vielen eigenen Anlagen, mit einem Kindergarten und eigentlich fokussiert auf den Sportbetrieb, aber nicht nur. Wir verstehen uns auch als Teil der Lebensgemeinschaft, des Solidarraums, als Teil eines Lebensmittelpunktes, als Freizeitpartner, in dem man Werte und Verantwortung lebt, genauso wie Freizeit und Familienleben. Und auch wir wollen Verantwortung übernehmen, zum Beispiel bei einem gesellschaftlichen Thema wie Naturschutz. Das ist unser Projekt. Wir renaturieren unsere Anlagen seit 2018 durchgängig. Ein besonderes Projekt, weil es eigentlich nichts mit dem Vereinszweck zu tun hat und mit viel Aufwand, mit Partnern wie dem Naturschutzbund, mit viel Invest betrieben wird, ohne dass wir eigene Vorteile davon haben. Insofern verstehen wir die Anerkennung auch ein bisschen als Würdigung eines vielleicht etwas moderneren und eines zeitgemäßen Vereinsbildes im Gegensatz zu dem traditionell Gelebten. Wir bedanken uns bei der Sparkasse Darmstadt, auch und vor allen Dingen im Namen all derjenigen, die bei dem Projekt mitgeholfen haben. Also, mein Name ist Ralf Binder, ich bin der erste Vorsitzende von der Tanzsportgemeinschaft 1991 Rostorf. Wir sind ein Amateur-Bühnentanzsportverein, machen Gardetanz, Schautanz, Schautanz modern, Solotanz und Ganzkörpergymnastik, also Rücken- und
Boden, was halt Beckenboden, Gymnastik. Wo ich mich bedanken möchte für den Preis, den wir erhalten haben und zugesprochen haben. Und auch der Gemeinde möchte ich danken, damit wir unsere Trainingsräume kostenlos nutzen können. Guten Abend, mein Name ist Wolfgang Scharf. Ich bin der Vorsitzende der VSG Darmstadt. Und der Ludwig Metzger hat auch den VSG Darmstadt schon begleitet. Darum bin ich sehr dankbar, dass uns auch die Sparkasse schon seit vielen Jahren unterstützt. Und der VSG Darmstadt ist traditionell der Versehrtensport aus Darmstadt. Und seit 20 Jahren sind wir der Verein für Sport und Gesundheit, haben mehrere Gruppen mit inklusiven Angeboten, unter anderem unsere Blindentandem-Gruppe, die dieses Mal den Ludwig-Metzger-Preis gewonnen hat. Dafür vielen lieben Dank an die Juroren und der Blindentandem-Gruppe viel Erfolg. Die möchten von dem Geld ein E-Bike kaufen, damit auch unsere älteren Mitglieder mit der Blindentandem-Gruppe zusammen durch die Landschaft fahren können. Vielen Dank. Mein Name ist Katrin Witteborg, ich bin Vereinsmanagerin des TuS Griesheim, ein klassischer Mehrspartenverein im Landkreis Darmstadt-Dieburg mit knapp 3600 Mitgliedern. Und wir möchten uns im Namen des gesamten Vereines für das Geld, was wir über den Ludwig-Metzger-Preis bekommen, bedanken. Wir möchten gerne für unsere Jugend und für unsere Kinder des Vereines etwas Gutes tun. Nach vielen Jahren der Sanierung und Umbauten verschiedener Gebäude ist nun die Jugendhütte bei uns dran. Und dafür können wir das Geld sehr gut gebrauchen und freuen uns, dass wir hier einen schönen Ort für Kinder und Jugendliche des TuS Griesheim schaffen können. Einen herzlichen Dank hierfür. Meine Damen und Herren, jetzt sind wir schon am Ende der heutigen Veranstaltung angelangt. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen, unterhaltsamen Abend. Und ich möchte jetzt noch mal ganz kurz Danke sagen und fange an bei unserem Landrat Schellers. Herzlichen Dank, lieber Pitt. Vielen Dank. Vielen Dank, bleibt alle gesund, es war ein schöner Abend, hat Spaß gemacht. Ich möchte mich auch bei dem Oberbürgermeister Jochen Bartsch bedanken. Lieber Jochen, vielen Dank für deine Teilnahme. Sehr gerne, bleiben Sie zuversichtlich. Natürlich auch bei meinem Kollegen Jürgen Thomas. Ja. Schöne Zeit Ihnen, vielen Dank. Ich bedanke mich natürlich auch bei den Preisträgern, die heute mitgewirkt haben und natürlich ganz besonders auch bei dem Kikeriki-Theater. Hier haben wir als Ingeborg Jasmin Heiß, als Schorsch Hanno Winter und natürlich der unvergleichliche Felix Hotz. Vielen Dank. Kommt mal raus. Und jetzt nochmal einen kräftigen Applaus. Ja, und zuletzt natürlich möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse, dass Sie teilgenommen haben. Und wir wünschen Ihnen natürlich in diesen Tagen ein frohes Osterfest und vor allen Dingen viel Gesundheit. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Ey, was ist hier los? Was für eine Lärme? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Mamma mia! Oh, was für eine Unruhe! Noch nicht mal in die Lockdown hat man seine Ruhe. Nie gese, acht, abrazzo, isado! Ciao, Kerbel, Gut, abrazzo! Sag mal, warum ist hier so eine Lärme? Ich kann gar nicht schlafen. Die haben da den Ludwig-Metzger-Preis verliehen. Ach, schon wieder in die Internet zu übertragen, hä? Ja, das allererste Mal, weil es geht halt nicht mal, kein Leid kommen dürfen. Ja, es ist sehr, sehr schade, hä? Immer noch keine Zuschauer. Und da gibt's auch hinterher kein Schnitzchen zu fressen. Nein, gar nichts gibt es. Nichts. Und kein Bierchen zu saufen. Auch nichts. Und dabei freuen wir uns doch schon so und sind schon so ungeduldig. Aber Kerbel, wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen Geduld haben. Ich hab gar Geduld, ich will Gäste. Nein, es geht eben noch nichts. Und so lange gibt's noch ein bisschen was in die Internet. Und dafür freuen wir uns umso mehr, wenn es wieder losgehen kann, Kerbel. Ärgere dich nicht, hä? Stimmt, eigentlich hast du recht, Abrazzo. Lieber mal eine Zeit lang die Arschbacke zusammenklemmen, als dass am Ende alles in die Hose geht. Gute!